bereit. Gemeinsam kämpfen wir gegen die Zeit. Feuerwehr, Feuerfels, stark vereint. Unser Held, der immer scheint. Herzlich willkommen zurück in Feuerfels. Wir hatten ja die letzten zwei Tage uns hier mit einem etwas komplizierteren LKW-Unfall beschäftigt. Die Ursache ist weiterhin mehr als unklar und die Polizei rätselt immer noch, erstens, wo der Fahrer sich befindet und zweitens, wie er das überhaupt geschafft hat, dieses Kunstwerk zu vollbringen. Naja, so, wir haben ja noch eine andere Baustelle. Ich habe jetzt bewusst mal das Blaulicht angemacht, weil hier steht unser MTF-MTW. Übrigens, LAF habt ihr mir sehr gut beantwortet. Einige Kommentare, da habe ich ein bisschen mit dem Kopf schütteln müssen. Andere Kommentare wiederum waren sehr, sehr gut und auch meine Vermutung. Also LAF als nicht Löschangriffsfahrzeug, sondern LAF ist einfach nur eine Typbezeichnung für ein bestimmtes Modell. Deswegen nennen wir es weiterhin LF. So, wir stellen uns jetzt einmal hier hin und sperren auch so ein bisschen. Warum? Ganz einfach, die Polizei muss jetzt gleich die Straßensperrung hier durchführen. Wir holen jetzt gleich einen LKW-Abschlepper und der soll das LF mal wieder aufstellen, weil das kann nicht sein, dass hier unsere ganzen Schätze, alten Schätze, immer auf die Seite fliegen. Das ist jetzt schon der zweite alte Schatz innerhalb von einer Woche, der auf der Seite liegt. Das bedeutet, ich darf wieder beim Bürgermeister antanzen und mich für eine Reparatur stark machen. Naja, gut. So, das passt. Dann nehmen wir jetzt einmal eine Pylone und stellen die dann hier hin. Dann sehen die Leute auch, hey, hier geht's nicht weiter. Hier ist zu. Ja, und wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Platz. Huch. Der Autofahrer kann jetzt auch gleich einmal an die Seite fahren. So, eine kommt hier hin. Und die andere kommt hier vorne hin. Warum? Weil wir brauchen jetzt gleich wirklich wieder eine Menge Platz. Das ist nämlich wichtig für den LKW-Abschlepper. Ihr habt es ja schon im letzten Video gesehen. Da brauchte ich sogar zwei LKW-Abschlepper, um hier überhaupt irgendwas ausrichten zu können. Aber gut, das ist so. Okay, also, wir parken dann jetzt erstmal das Fahrzeug hier. Und hier passe ich nicht durch, das ist gut. Mein nächster Schritt wäre jetzt, dass wir dann einmal den LKW-Abschlepper holen, das Fahrzeug mit Spanngurten befestigen und dann möglichst wieder umzuwerfen. Dann können wir den auch easy abschleppen. So in der Theorie. Ob das in der Praxis auch klappt, das sehen wir dann. Punkt 12 Uhr, der LKW-Abschlepper kommt von seinem letzten Auftrag und fährt jetzt zum Löschfahrzeug. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben das Löschfahrzeug seit, ich glaube, Montag. Sonntag oder Montag. Und es war bisher in einem Einsatz involviert. Da war es noch nicht mal an der Wache und hatte schon seinen ersten Einsatz. Da hatten wir nämlich erste Hilfe geleistet bei einem Verkehrsunfall. Und dann war der zweite Einsatz, quasi der erste offizielle Einsatz. Und da gab es dann einen Verkehrsunfall, bei dem ein Auto als Art Sprungschanze genutzt wurde. Das Video hast du vielleicht gesehen. Wenn nicht, guck dir das gerne an. Das sah schon spektakulär aus. So, wir machen jetzt erstmal hier die Rundumleuchte an. Und dann haben wir gleich wieder die gleiche Problematik wie bei dem LKW-Bergungsvideo, dass wir hier am besten rückwärts hinfahren. Warum? Seht ihr ja hier, wir haben hier kaum Platz. Wir müssen schon hier aufpassen,
Ja, das klappt. Das klappt so gerade. Ja, also, was machen wir? Richtig, wir fahren nochmal zurück und drehen dann hier vorne und fahren dann komplett rückwärts rein. Der Herr guckt hier gerade auch schon, was hier los ist. Er ist auf dem Friedhof gewesen und jetzt am Gucken. So, dann müssen wir jetzt einmal schauen, dass wir hier nichts kaputt fahren. Mast, das passt alles. Wir haben 620 PS, ne? Also, das macht schon Spaß hier mit. So, jetzt müssen wir einmal kurz auf den Soundwissel aufpassen. Gut. Und jetzt fahren wir einmal komplett rückwärts. Ich meine, dass wir in Feuerfeld solche Aufgaben haben, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber wir müssen ja irgendwie auch unser Einsatzfahrzeug bergen. So, liebe Kameraden, geht mal hier an die Seite, weil das wird jetzt gleich gefährlich. So, dann gucken wir einmal kurz, wie wir das dann am besten machen. Ich würde tatsächlich sagen, wir greifen am besten hier an der Achse. Und dann versuchen wir den einfach umzuwerfen. Wir haben jetzt leider nur diese Möglichkeit, dieses Seil mit dem Haken wäre eigentlich ganz gut. Aber das können wir, glaube ich, gar nicht nutzen. Nee, schaffen wir tatsächlich nicht. Ja gut, dann ist das halt so. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir senken das ganze Thema mal. So. Dann schauen wir, dass wir da irgendwie runterkommen. Passt das denn jetzt hier schon wieder? Ich muss das einmal kurz überprüfen. Ah, wir schweben hier schon wieder ganz leicht. Ah, das schleift so ein bisschen über den Boden. Das sieht man halt, wie gesagt, nicht ganz so gut. So. Und dann vorsichtig. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar schon reicht. So. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Ah, das zerkratzt mir die komplette Seite. Eieieiei. Jetzt noch hier in der Hecke drin. Warte mal, wir fahren mal eben hier den Mannschaftstransportwagen an die Seite. Gehen Sie mal bitte hier auf den Bürgersteig, junge Frau. Wo läuft die denn über die Straße? Das packen wir auch einmal hier hin. Oh, wartet, jetzt haben wir gerade wieder ein Problem mit der Physik, weil jetzt haben wir ein fliegendes Feuerwehrauto. Das ist nicht so geil. Es sieht irgendwie alles nicht so richtig aus. Ja, das ist nicht so einfach. Können es leider nur nach oben oder unten machen.
Also hiermit zerkratzen wir auf jeden Fall den kompletten Lack. Das ist echt nicht so gut. Ja, da muss ich mir was anderes überlegen. Vielleicht hast du ja eine Idee. Ja, das ist weiterhin eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe jetzt leider auch keine Mod, ich kenne aber auch keine, bei der wir hier einfach ein Seil befestigen. Das funktioniert hier leider nicht. Was wir jetzt mal probieren können, wäre folgendes. Mit brachialer Gewalt funktioniert ja eigentlich immer alles. Hey, das hat echt gut funktioniert. Krass. Ja, cool. Das ist sehr, sehr cool. Dann werden wir jetzt Folgendes machen. Dann haben wir hier zurück. Und dann sollten wir das Fahrzeug auch abgeschleppt bekommen. So, steigen einmal aus. Ich will einfach mal probieren, ob wir das Fahrzeug überhaupt bewegt bekommen. Okay. Also das funktioniert. Achse funktioniert auch. Aber du siehst ja auch schon, der Reparaturstatus ist beängstigend. Sehr beängstigend. Kriegen wir das denn jetzt so gerade noch hin? Ja, perfekt. Gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir fahren das ganze Teil nach unten. Nein, das andere unten. Da jetzt. Das war zu schnell. Versuchen da mal eben korrekt drauf zu fahren. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, dann fixieren wir das Ganze. Und als nächstes machen wir hier den Weg frei. Es ist natürlich eher etwas unpassend wegen dem ganzen Verkehr, der dort jetzt kommt. Wir fahren einmal hier kurz beim Friedhof rein. Jetzt passe ich hier nicht durch. Dann fahren wir bis nach ganz vorne hin. Und dann sollte das auch soweit klappen. Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Wieso können wir das Fahrzeug denn jetzt nicht mitnehmen? Spanngurte sind ja fixiert. So. Ah, jetzt klappt's. Okay. Zwar nur langsam, aber es klappt. Immerhin. So, wir stellen jetzt ein Tempomat von 20 ein. Weil du siehst, wir haben so das ein oder andere Problem hier. Gerade ein bisschen Angst um die ganzen Geschichten hier.
es denn, wenn ich das jetzt näher ranziehe? Nee, das hat nicht so gut geklappt. Wir machen Folgendes. Wir entfernen das Ganze nochmal. Andere Richtung. So. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Jetzt müssen wir mal kurz hier das Fahrzeug zur Seite fahren. Ja, ist natürlich jetzt doof hier mit den Autos, aber ja, du brauchst doch nicht hupen. Wir können es ja nicht ändern. Ja, das macht keinen Spaß hier. Das ist aber echt so Millimeterarbeit hier. Ja, es ist immer so schön, Augen zu und durch. Boah, das ist auch nicht richtig. So, jetzt müssen wir aber mal so langsam hier rüber. Ah, wir hängen hier ganz leicht fest. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Wir brauchen mal kurz die Polizei dazu, weil hier geht es sonst nicht weiter. So, Polizei ist auf dem Weg. Und dann wird die Straße einmal komplett gesperrt. Damit es hier auch weitergehen kann. Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier auf der Zielgeraden noch solche Probleme haben. Das ist nicht schön, definitiv nicht. So, das Blaulicht schon mal an. Huch. So, Achtung, Gefahr. Ja, das ist natürlich sehr clever, dass sie hier einfach stehen bleiben. Aber manche Autofahrer, die kriegen es halt nicht gebacken. Boah, wie eng das hier ist. Da komme ich selbst mit dem Streifenwagen nicht vorbei. Oh Mann, oh Mann. Ach, da kommt schon wieder jemand. Mensch, 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 Mensch. Ach, und noch einer. Wir machen jetzt hier einmal komplett zu. Besser ist das. So, nee, 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 nee. Hier ist zu. Hier kommst du nicht vorbei. Das funktioniert jetzt nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück ins Fahrzeug. Dadurch, dass die Polizei jetzt alles gesperrt hat, geht es für uns auf jeden Fall auch deutlich einfacher zur Werkstatt. Oh Mann, oh Mann. Langsam, aber immerhin. Es funktioniert, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was der ganze Spaß kosten wird, aber auf jeden Fall Geld. Und ich hoffe, dass der Bürgermeister mich dafür nicht aus der Feuerwehr rausschmeißt, weil für gewisse Punkte kann ich einfach nichts. Das muss man dazu sagen. Ich hoffe, das siehst du auch so. Naja, gut. Wir haben das Ziel auf jeden Fall jetzt erreicht. Wir können dann das Fahrzeug dort einmal abliefern und uns direkt einen Kostenvoranschlag geben lassen. Kommen wir um die Kurve? Selbstverständlich. So. Passt. Fahrzeug ist frei oder auch nicht. Es ist ein schönes Fahrzeug, aber es könnte noch so ein, zwei Funktionen mehr haben. Aber gut, das ist jetzt nicht relevant. Relevant ist, was das Ganze jetzt hier kostet. Oh mein Gott, fast 5.000 Euro. Wow, wenn wir das neu lackieren wollen.
Oh nee. Das kostet ja fast mehr, als wir dafür bezahlt haben. Was denkst du, macht es Sinn, das Fahrzeug zu verkaufen, zu reparieren oder einfach so zu lassen? Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt fahrbereit. Eine Betriebszeit von 2 Stunden und 10 Minuten, ja, aber das ist ja noch nicht alt. Deswegen schreib es mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Dann überlege ich mir mal, wie wir es machen und warte auf deine Antwort. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis dann. Mach's gut.